Moin, hier ist wieder der Schattennaseweiß mit dem nächsten Was wollen wir trinken Video. Heute habe ich wieder einen Reigen. Und zwar diesmal die Sorte Melon Mania. Ich glaube, ich habe mal einen Film geguckt, der hieß Melon Mania. War ganz interessant. Zero Zucker, also wieder ohne Zucker. Total Body Fuel. Ja, Total Body Fuel wäre da Zucker drin. Aber da sind wieder die BCAA-Aminos drin. Und die versprechen 160 Milligramm natürliches Koffein, obwohl das jetzt natürlich wieder scheißegal ist, ob Koffein natürlich oder ob es chemisch ist. Koffein ist Koffein. Verbesserte Konzentration, reduzierte Müdigkeit. Und warum die jetzt einen Läufer bei reduzierter Müdigkeit da drauf gemalt haben, weiß ich nicht. B-Vitamine, ja, haben wir ja schon geklärt, B-Vitamine ist immer toll. Verzweigte Aminosäuren. Zero-Zucker. Was ist ein Zero-Zucker? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man damit kein Q-Bert spielen. Und ohne Farbstoff und künstliche Aromen. Was sich ja eigentlich schon mal gut anhört. Was haben wir denn da drin? Ist auf jeden Fall schon mal nur mit Melonengeschmack. Das ist kein Melonensaft. Dann haben wir Wasser, Säurungsmittel, Zitronensäure, Kohlensäure. Säureregulatoren, Natriumcitrat und Kaliumcitrat. Das berühmte BCAA-Aminosäurengemisch. L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin. Muss wieder doch mal gut sein soll. Natürlich Aromen, Süßungsmittel, Sucralose und Acesulfam-K, also nur zwei. Immerhin. Maltodextrin, Konservierungsstoffe, Kaliumsorbat und Natriumbenzoat. 0,03% Koffein, dann haben wir noch L-Arginin, 0,01% und eine Vitaminmischung mit dem leckeren Nikotinsäureamid, nee, Nikotinamid, Vitamin B6 und Vitamin B12. Und darf natürlich wieder nicht von stillenden schwangeren Kindern getrunken werden. Nur in verantwortungsbewussten Mengen verzehren, nicht mit Alkohol mischen, verantwortungsvoll konsumieren, als Teil einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung sowie eines gesunden Lebensstils verzehren. Also ist das eigentlich nichts für mich. Dieses Produkt ist nicht als Ersatz für eine reguläre Mahlzeit gedacht. Wer kommt denn auf die Idee, dann anstatt einer Mahlzeit zu trinken? Vor allem, wenn da kein Zucker drin ist. Das sind ja überhaupt keine Nährstoffe drin, da ist ja gar nichts drin. Naja, mal gucken, ob das wenigstens schmeckt. Also die Melonen, die ich bis jetzt getrunken habe, die rochen zumindest alle anders. Der Geruch erinnert mich an was. Ich weiß aber nicht mehr genau an was. Vielleicht roch der ja im Glas ein bisschen. Und ich frage mich echt, ob das Zeug nur dazu gedacht ist, aus der Dose getrunken zu werden. Weil das Zeug ist mal wieder klar. Und die hätten wenigstens ein bisschen, keine Ahnung, was rote Beete-Saft oder Beta-Carotin oder irgendwas anderes Natürliches an Farbstoffen da reinschmeißen können, damit das nicht ganz so scheiße aussieht. Doch, das könnte Melone sein. Aber der Geruch erinnert mich an irgendwas. Und das war nichts Natürliches. Ich glaube, das war was zu essen, aber nichts Natürliches. Ich komme nicht drauf. Geschmacklich aber eigentlich ganz okay. Vor allen Dingen fehlt der ekelhafte Taurin-Geschmack. Das ist schon mal sehr gut. Hat ein relativ weiches Mundgefühl. Das beißt also nicht. Ist auch relativ wenig Kohlensäure drin. Es ist sauer. Was schon mal gut ist. Ich meine, würden die jetzt da Sour Apple draufschreiben, mit Sour Apple Geschmack, würde ich sagen, ja, das könnte auch sein. Also es ist jetzt kein besonders herausragender Melonengeschmack, wie das zum Beispiel bei der Fanta Watermelon war. Die schmeckt ja wirklich nach Wassermelone.
zeigt auch wieder, dass man auch ohne Zucker ein angenehmes Mundgefühl hinkriegen kann. Und die Süße ist auch gar nicht mal schlecht. Geschmack bleibt auch eine Zeit lang im Mund. Also geschmacklich würde ich sagen, die Säure dominiert, angenehm süß und es ist noch ein generischer Fruchtgeschmack mit dabei. Würden die ja jetzt nicht Melone draufschreiben, dann könnte ich die nicht identifizieren. Da würde ich eher Richtung Apfel oder so was tippen, aber das ist ja oft das Problem bei irgendwelchen künstlichen Fruchtaromen. Deswegen färben die Getränke auch immer ein. Normalerweise. Also es schmeckt nicht schlecht. Für einen zuckerfreien Energy Drink sogar eigentlich ganz okay. Ist also von der Komposition her gut abgeschmeckt. Aber mir fehlt halt letztendlich das Herausragende dabei. Deswegen kriegt das Zeug einen Seitwärtsdaumen mit einer Tendenz nach oben. Der Melon Mania, der Film, den ich dann gesehen habe, der war besser als das Getränk. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch wie immer fürs Zugucken. Lasst gerne einen Kommentar oder einen Daumen da. Und dann sage ich mal, bis beim nächsten Mal.